Hi Stefan, hier ist Dietmar aus dem Homeoffice. Du siehst, ich bin passend gekleidet, aber ich sehe, du hast dich auch entsprechend der Temperatur mit dem Scraft von Black Hat auch entsprechend geschmückt. Weil die Sonne, die ballert ganz schön, aber nicht nur die Sonne ballert, auch die Fische, habe ich gehört. Ja, ich habe das Kopftuch schon mega lange an. Ja, ich mag das einfach mit meiner Verzottelfrisur, die will, glaube ich, keiner sehen. Mir stehen schon wieder die Haare zu Berge. Ja, es ist mega jetzt vor Ostern. Wir haben hier gefühlte 22 Grad. Ich habe mein Boot jetzt hier schön im Schatten in dem Buhnenfeld geparkt. Wir dürfen auch nicht so laut sein, weil Finny pennt da hinten und meine Kamerafrau schläft auch. Denn Weltangler schlafen tagsüber und angeln nachts. Also du warst erfolgreich, habe ich gehört. Heute Morgen hat es wieder gebimmelt bei dir. Es hat richtig gut geknallt. Ich habe heute einen geilen Fisch gefangen, 2,17 Meter, für Deutschland eine absolute Rakete und bin gerade dabei, mein Vorfach wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen, denn der hat dem Mono ganz schön zugesetzt. Wäre noch angelbar gewesen, aber ich bin jemand, ich gehe da auf Nummer sicher, ich baue mir gerade alles neu, dass ich später wieder ablegen kann. Was ein Ochse. Schaut euch diesen Fisch an. 2,17 Meter, direkt hier aus dem Buhnenfeld am Rhein. Und im Hintergrund hört er die großen Pötte durchrauschen. Oh, schon richtig dicke Bäuche haben sie. Bereiten sich langsam jetzt hier aufs Laichgeschäft vor. Die dicken Osterballer. Ah, Weltangeln in Deutschland, das fetzt. Das Kuriose ist, wir reden jetzt hier von so einem Riesenfisch, aber wenn man sich das mal anguckt, wir reden ja 1,2 mm Mono, das ist eigentlich eine mega dicke Schnur und trotzdem nach so einem Drill ist die ganz schön in Mitleidenschaft gezogen, ne? Es hätte wahrscheinlich noch gehalten, ich bin da immer auch sehr penibel, aber mit unserem Mono bin ich mega zufrieden. Ich nutze das hier in der Stärke 1,2 mm in Italien, in Deutschland, in Spanien, überall. Und unser Mono zeichnet sich halt dadurch aus, dass es nicht einfach irgendein Mono ist. Ich habe da ja auch lange für gesucht, bis wir das Produkt hatten. Ja, es hat eine mega Tragkraft, eine super Abgiebsfestigkeit, aber es ist trotzdem noch fast so weich wie eine geflochtene. Und viele andere Monos, die rollst du so runter, die sind dann steif wie ein Brett, verkringeln sich und alles. Und das kann man toll noch binden und alles. Und für mich die perfekte Schnur. Aber es war gut angeraut. Der Drill hat circa eine Viertelstunde gedauert. Und vom Boot aus, ne? Ja, und hast du vom Boot aus gedrillt? Wie bitte? Hast du vom Boot aus gedrillt? Ich habe die Route vom Ufer gesetzt. Da kommt auch ein YouTube-Video dazu für die Leute, die kein Boot haben. Habe aber als Backup ein Schlauchboot hier dabei, ganz klar. Weil wenn im Buhnenfeld und schnell genug bist oder ein guter Fisch kommt und der ums nächste Buhnenfeld drüber schießt, dann knallst dir alles weg. Ich habe vom Boot aus gedrillt. Kannst du und unseren Black-Hat-Freunden und Waller-Anglern mal einen Tipp geben, welche Montage du gefischt hast und wie du das mit dem Köderfisch machst? Ich denke mal, das wird einige interessieren, gerade jetzt, wenn die Temperatur steigt, die Waller sich noch den Wanst richtig vollschlagen wollen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, um so eine Maschine ans Band zu kriegen. Vollkommen richtig. Wir müssen da allerdings ein bisschen Acht geben, denn wir haben ja aktuell diese Raubfischschonzeit. Und es gibt Bundesländer, also Raubfischschonzeit ist in ganz Deutschland, aber es gibt Bundesländer, in denen darf man jetzt nur, weil der Zander und der Hecht, die haben ja unterschiedliche Schonzeiten. So, es gibt Bundesländer, in denen ist aktuell Köderfisch und jegliche Kunstköder verboten. Und es gibt Bundesländer, da sind nur die Kunstköder verboten. Okay. Da befinde ich mich gerade. Und da, wo du beides verboten hast, da fischst du dann quasi mit dem Wurmbündel, wie letztens besprochen. Da fische ich mit dem Wurmbündel, ganz genau, ja. Weil wir müssen auch hier immer wieder mit Kontrollen rechnen. Ich will da auch legal angeln. Dafür gibt es ja Gesetze, an die man sich halten muss, logisch. Ganz genau, denn sonst hast du keine Ruhe. Ja. Ich will abends in meinem Zelt gemütlich pennen, alles easy going und dann habt ihr keinen Bock auf Angst oder Stress, ganz genau. Ja. Und ich habe mit einem Deadbait-System geangelt, also hier das Vorfach, das seht ihr ja gerade. Diesmal die Tree-U-Pose ein bisschen stärker, weil wir haben schnell fallendes Wasser am Rhein, sehr klares Wasser. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die Rapfen und die ganzen Beutefische stehen relativ weit oben. Also jetzt schon eine auffällige Köderpräsentation, relativ große Tree-U-Pose, die rattert schön im Wasser. Mega-Hook als Einzelhaken, weit Vorfach hinten dran und unser Ghost-Hook. So wie ich mein Deadbait-System eigentlich immer binde. Oftmals auch vorne wieder am Wirbel und an der Verbindungsgeschichte deinen coolen Knoten, wie gehabt letztes Mal. Ganz genau, ja. Oftmals nutze ich ja auch die Flügel-U-Posen. Ich habe nur in dem Bereich, wo ich den Fisch gefangen habe, nicht so eine krasse Strömung gehabt. Es lief um den Buhnenkopf rum und in der Beschleunigung habe ich sie abgelegt und da war mir die Flügel-U-Pose
zu wenig Strömung, dass es sich richtig dreht, aber die Tree-U-Pose fängt da richtig schön an zu wirbeln. So sieht mein Vorfahrt aus und hier sind die Köder, die ich aktuell benutze, die hole ich bei mir frisch in der Forellenzucht. Da müsst ihr auch aufpassen. Es gibt Bundesländer, dann darf man mit, jetzt kommt gerade zu. Okay, warte mal. Wiederhol das nochmal. Ja. Und hier ist mein Köderfisch, den ich benutze. Die hole ich bei mir in der Forellenzucht immer frisch. Schlage die dann zu Hause ab, dass die Leichenstarre weggeht. Das ist ganz wichtig. Wenn nicht, lass mal halt den Zug drin, wenn der Olli sagt... Nein, ist okay. Komm, noch mal von vorne. Hier ist der Köder, den ich benutze. Die hole ich bei mir in der Forellenzucht immer frisch, schlag die zu Hause ab. Dann ist auf jeden Fall schon mal die Leichenstarre vom Fisch weg, denn sonst sind die ja unheimlich steif. Ihr müsst aber auch aufpassen, es gibt Bundesländer, dann darf man mit sogenannten Edelfischen oder mit fremden Fischen, die nicht am Wasser gefangen wurden, angeln. Da müsst ihr ein bisschen in die Karte gucken. Bei mir hier in dem Revier darf ich das. Kriegt er ja auch in jeder frische Theke im Aldi oder im Supermarkt überall diese Forellen zu kaufen. Also das finde ich schon Quatsch, dass man sie dann nutzen dürfen als Angler. Forelle deswegen, weil sie perfekt der heimischen Beute des Wallers Döbel oder Rapfen ähnelt. Ne? Von der, okay. Von der ja, und sie ist natürlich auch stromlinienförmig. Das heißt, da, wo ganz er genau. Passt sie sich auch genau. Prima an. Ne? Ach übrigens, was ich noch sagen wollte, eigentlich, wenn man so etwas, so eingefrorene Köder nimmt, das weiß ich aus England zum Beispiel, macht das schon Sinn. Da darf man auch nur eingefrorene Fische mitbringen. Das ist im einfachen Grund, um zu vermeiden, dass es Krankheiten von A nach B transportiert werden. Also ein eingefrorener, toter Fisch ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ganz genau, ja. So, und wenn ich den jetzt aber so an meine Rute hänge, fängt er sich an zu drehen, verwurschtelt das ganze Vorfach. Und deswegen muss ich den ein bisschen bearbeiten. Das Erste, was ich mache, ich steche dem Fisch die Schwimmblase kaputt. Und das mache ich ganz vorsichtig hier durch den After, gehe ich mit meinem Messer rein, mit der scharfen Seite nach hinten zur Afterflosse, damit ich den Bauchraum nicht verletze. Also es ist wichtig, dass die Forelle noch geschlossen ist und auch die Därme alles drin hat. Ich steche mir dann da unten, wenn er da so ein bisschen rumfuchtelt, rumstecht, merkt er, irgendwann macht es Puff. Jetzt hat es Puff. Schwimmblase ist kaputt. Jetzt muss ich es schaffen, dass meine Forelle aufhört. Stefan, wo du gerade Puff sagtest, da musste ich so an die Hoppenstedt denken. Von diesem Weihnachtsvideo. Da sagt er auch immer so, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann geht das Atomkraftwerk in die Luft, dann macht es Puff. Mit dem Dicky. Das genau, macht es Puff, finde ich cool. Okay, er hat Puff gemacht. Auf jeden Fall hört man so ein puffendes, so ein Pfiff-Geräusch, wenn man die Schwimmblase erwischt hat. Im Hintergrund ballert übrigens gerade so ein riesen Kutter wieder vorbei. Also ganz spannendes Angeln hier am Rhein. So, jetzt muss ich es natürlich schaffen, dass mein Fisch gerade in der Strömung steht. Ja. Wenn dann jetzt Zug drauf kommt, fängt er sich von alleine an zu bewegen. Ja. Und dazu kommt unser Deadbait-Puncher zum Einsatz. Hat ja auch mega lange gedauert. Ich habe mir vor 2 Jahren da schon irgendwelche Sachen zusammengebaut, aber wir haben es echt geschafft, auch mit deiner Hilfe, Dietmar, und mit dem richtigen Produzenten endlich einen perfekten, wahrscheinlich den besten Deadbait-Puncher oder überhaupt den einzig wahren fertigzustellen, zu kreieren. Und er ist jetzt ein gutes Jahr auf dem Markt. Die Leute sind mega happy. Ihr seht ja das Teil mal. Die beiden Teile gehören zusammen. Und mit diesem Teil bearbeite ich jetzt meine Forelle. Das ist täuschend echt ein toter Fisch. Übrigens für die Leute, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, die keine Edelfische benutzen dürfen. Ihr könnt Brassen nehmen, ihr könnt Rotaugen nehmen, ihr könnt Döbel nehmen, ihr könnt Rapfen nehmen. Also jede Köderfischart eignet sich für die Präsentation, die ich euch jetzt zeige. Am Ende vom Fisch, am hinteren Bereich, sieht man das gut? Ja, sieht man prima. Am hinteren Bereich schneide ich oben im Rücken dem Fisch einen ganz kleinen Schnitt in die Seite. Ganz wichtig ist es, hinten zu machen, nicht vorne. Ja, weil vorne kommt ja der Druck von der Strömung, sonst wird das ja vorne aufplatzen. Ganz genau. Jetzt gehe ich mit dem Deadbait Puncher an der Seite hier rein und drehe den dabei schon leicht. Ja. Der rutscht jetzt richtig schön unter die Haut des Köders und schiebt den mit einer drehenden Bewegung am Rückenskelett entlang bis nach ganz vorne. Ja. Und dreht er immer weiter. Kann man gut sehen, wie das dicht unter der Haut geht, dass du das auch wirklich das Fleisch rausnimmst nachher. Ne? Genau. Der ist messerscharf vorne.
durch das Drehen schneide ich das ganze Rückenfilet raus. Und jetzt ziehe ich ihn raus, auch mit der drehenden Bewegung. Und jetzt seht ihr schon, wie der ganze Fisch hier in sich zusammenfällt. Ja. Füllst du nachher auf, ja. Da kommt, da ist hier ist das komplette Rückenfilet jetzt enthalten. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Ja. Fini, komm, guck mal. Fini liebt es, wenn ich mit Deadbaits angel. Da freut sie sich immer süß. Mit Rückenfilet. So, und hier das ist, Stefan, das ist nachhaltiges Angeln. Hier wird nichts verschwendet. Nee, nee, jetzt kannst du dich wieder hinlegen. Komm, da ist das Nächste. Und hier seht ihr jetzt so eine richtige Schneise oben im Fisch, ja, die einen Durchmesser von 1 Zentimeter hat. Und genau in dem Durchmesser haben wir Auftriebskörper gemacht. Mhm. Korksticks. Machst du das auf beiden Seiten des Fisches, links und rechts von der Rückenflosse? Ja, ne? Ganz genau, auf beiden Seiten, sonst ist er nicht richtig tariert. Ich habe jetzt aber erst die erste Seite vorbereitet. Kein Problem. Genau, ihr habt hier 6 Stück drin, die könnt ihr auch wiederverwenden. Ihr seht, die Packung war auch schon offen. Ich verwende sie auch immer wieder, wenn keine Aktion kam. Die trocknen dann schön in der Sonne, umweltbewusst, alles cool. Ja, vor allen Dingen, Stefan, das ist echter Kork. Ne? Das heißt, wenn wirklich mal so ein Köder mal abgerissen wird und landet im Wasser, das ist ganz normal. Nee, auch wenn es der Waller mal mitfrisst, alles das Ding, wir kriegen es nicht mal raus. Ja? Das ist wie Holz. Ja, genau. Echter Kork, das ist kein irgendwie Chemiescheiß oder irgendwas. Echter Kork, alles cool. So, bei einem kleinen Rotauge, auch für Hechtangler interessant, reicht ein Stück Kork. Bei so einer Forelle... Bei einem Köder in dieser Größe montiere ich 2 Korkstücken auf jeder Seite. Okay. Und um die Korkstücken auch hier schön vorne am Fisch platzieren zu können, kommt wieder unser Puncher zum Einsatz. Ja, diesmal, den lädst du jetzt. Genau, den lade ich. Diesmal ziehe ich den ein Stück zurück, schiebe mir 2 Patronen, wie du sagst, laden hier rein. Gehe jetzt hier wieder an der Seite von der Forelle in mein zuvor ausgepanschtes, ja, da Block. Quasi geh ganz vor, ziehen jetzt langsam zurück und beim Rausziehen schiebe ich hinten den Puncher nach. Ja, cool. Und habe hier ganz perfekt meine Korksticks auf der rechten Seite jetzt des Köders schon im Fisch montiert. Und wie ihr seht, seht ihr gar nichts. Ne? Man zieht überhaupt nichts, der Fisch ist immer noch komplett beweglich. Und das Gleiche mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. Noch 2 Patronen rein. Und durch den Auftrieb von den Korkhörern steht der Köder kerzengerade im Wasser. Und wenn jetzt Strömung aufkommt, ist halt wichtig, dass ihr Strömung habt. Und hinten dran eine Steinmontage oder ein Grundblei, die Strömung auf den Fisch wirkt, beginnt der im Wasser zu stehen wie ein Rapfen oder wie ein Döbel. Viele Leute oder wie eine Forelle. Ich meine, es ist eine Forelle. Die gibt es ja auch. Aber viele Leute denken ja immer, ein Fisch beim Welsangeln muss zappeln. Ja. Aber schaut mal von der Brücke in den Bach, wo Forellen, Rapfen oder Döbel stehen. Die stehen nur so da, wechseln mal ein bisschen die Seite und stehen nur so im Wasser. Die zappeln nicht so rum. Ja, Stefan, genau das, was ich auch grundsätzlich immer beim Gummifischangeln oder so sage. Weniger mehr. Viele Leute denken ja, der Köder muss sich so wild bewegen. Aber oft eine kleine Bewegung, ein normales Bewegen ist viel, viel attraktiver. Ganz genau. Und vor allen Dingen hier beim Strömungsangeln haben wir halt den riesen Vorteil, der Waller kann nicht überlegen. Er sagt, entweder fresse ich jetzt und habe was im Bauch oder die Beute ist weg. In dem See, wo auch viel Angeldruck ist, da können die anfangen, vorsichtig zu werden, dran rumzupiekseln wie im Ebro, weil ja auch viele Fische dort zurückgesetzt werden. Aber hier ein Flussfisch, ein Rheinwaller, der ballert da drauf. Wenn der Beute merkt, sagt er, ich greife jetzt an oder muss hungern. Okay. Wie machst du jetzt die Haken dran? Das ist auch ganz wichtig, weil da hast du auch einen coolen Tipp, dass vorne das Ganze am Kopf nicht so entsprechend ausfranst, ne? Ganz genau. Ich montiere hier den Einzelhaken genau andersherum als bei einem lebenden Köderfisch. Ich gehe mit dem Haken mittig durchs Forellenmaul durch, durch Ober- und Unterkiefer. Ja. Das ist wichtig, damit das Maul geschlossen ist, damit keine Strömung vorne eindringen kann in den Fisch. Genau. Einen lebenden Köderfisch würde mir nur durch die Oberlippe einhängen, aber darüber brauchen wir nicht sprechen. Wir sind in Deutschland, da gilt der tote Köderfisch. Maul komplett geschlossen, Haken nach unten. Weil ich bilde mir ein, so kommt jetzt der direkte Zug auf den Rücken der Forelle mit den Auftriebskörpern. Stimmt, das ist genauso. Also man kann natürlich, wenn man noch eine Nummer sicher gehen will, kann man ja ein bisschen Kupferdraht vorne drum machen oder ein Kupferband. Aber das hält trotzdem.
Genau, das hält. Und jetzt kommt der wichtige Haken oder der Fanghaken, der Ghost Hook. Ich nutze hier gerne den Einzelhaken. Beim Vertikalangeln kommt bei mir der Zwilling zum Einsatz. Ja. Sofort der Anhieb. Und hier der Einzelhaken, der stört nicht in der Strömung, der ist schön filigran. Und den setze ich hier kurz hinter meinen letzten Auftriebskörper, meinen letzten Korkstick. Ja. Warte zu. Wo angelst du, am Hauptbahnhof? Und diesen setze ich direkt kurz hinter meinen letzten Auftriebskörper, hinter den letzten Korkstick. Okay. Damit diese auch ein bisschen geschützt sind, dass sie nicht rausrutschen. Die können da nicht rausrutschen. Aber in diesem Bereich und habe beide Bereiche, an denen der Welsenfisch angreift. Kopf, ja. Oder wenn er von hinten kommt, Brett drüber schluckt, Schwanz. Perfekt, okay. Mit einem Fanghaken ausgestattet und habe eine wirklich eine geile fängische Montage. Ja, auch vor allen Dingen super unauffällig, wie du die Haken angebracht hast, fällt nicht auf, auch wenn dein Fisch doch irgendwie ein bisschen rumzicken sollte, obwohl du sagst, zickt er ja nicht, er muss packen oder nicht. Sieht gut aus. Und diese, der Abstand zwischen der U-Pose und dem Köderfisch, wie groß wählst du den? Ist immer bei einem erwachsenen Mann, also gut, hat jeder andere Finger ungefähr Daumen zum Zeigefinger, also ich schätze okay. Mal maximal 20 Zentimeter. Also ungefähr, sagen wir mal, Köderfischgröße. Solange wie der Köderfisch ist. Ungefähr genau. Die Köderfischgröße, genau. Okay, cool. Das ist der perfekte Abstand. Und dadurch, dass ich hier zusätzliche Auftriebskörper im Fisch habe, reicht hier auch eine relativ kleine U-Pose, 15 Gramm. Gut, es wissen ja viele Leute, dass ich auch mit den Mikro-U-Posen von uns sehr gerne angel. Aber jetzt ja. Nicht in dieser Phase. 15 Gramm, perfekt. Forelle, Speiseforelle mit zwei Auftriebssystemen hinten drin, mit zwei Korksticks, ist absolut austariert. Und wenn ich das jetzt vorne am Buhnenkopf wieder schmeiße, diese Montage werfe ich vom Ufer, aber dazu kommt auch ein YouTube-Film, da seht ihr das nochmal haargenau, cool. Wie ich das mache. Da liegt die in der Strömung und steht da hinten dran und ich denke, das wird jetzt über Ostern nochmal ganz gewaltig knallen. Da werden noch ein paar Ostereier dazukommen hier. Auf jeden Fall. Stefan, ich würde sagen, der Hund hat wieder Hunger. Seh zu, dass du die zweite Seite auch noch von dem entsprechenden leckeren Fleisch befreist und das mit dem Korkstick füllst. Fütter deinen Hund, leg aus. Denn Zeit ist Fisch. Genau. Viel Zeit, schöne Ostern euch allen. Ne? Und Stefan, bleibt gesund, schöne Ostern und du weißt, stay tuned. Gesund. Ciao. Ciao.